Hallo zusammen und herzlich willkommen im heutigen Video. Ich habe euch ja versprochen, dass es hier in dem Kanal eigentlich immer nur um Fotografie und Filmthemen und sagen wir mal ein bisschen Technik generell gehen wird. Also nicht irgendwelche abgefahrenen anderen Sachen, die mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben. Heute ist eine kleine Ausnahme. Heute geht es um Obst. Ja, es geht um diese Banane unter anderem. Und dass die mehr mit Fotografie zu tun hat, als man sich vielleicht im ersten Moment vorstellen kann, das zeige ich euch nach dem Intro. Jeder stellt sich irgendwann die Frage, wie mache ich bessere Fotos? Was kann ich tun, damit meine Fotos aufs nächste Level kommen? Wie werde ich besser in der Fotografie? Und da gibt es natürlich haufenweise Tipps und Tricks. Ich setze jetzt mal einfach voraus, dass du die grundlegenden Techniken verstanden hast oder dass du die beherrschst. Also dir muss keiner mehr genau erklären, wie das mit ISO, Blende und Belichtungszeit funktioniert. Es geht darum, das Motiv auf eine bestimmte Art zu fotografieren. Und das ist völlig egal, welches Motiv es ist, kann eben auch so eine Banane sein. Es geht nämlich um Gestalt, Information und Emotion. Und da ist diese Banane total super, weil es eben so was Einfaches ist. Die Gestalt der Banane, ja, die ist gelb, die ist krumm, ne? Die sieht man offensichtlich. Also wir fotografieren einfach erstmal die Gestalt. Wir zeigen erstmal, wie das Ding aussieht. Der nächste Punkt ist die Information. Was steckt denn eigentlich dahinter? Bei der Banane relativ einfach. Die Banane muss man schälen, dann sieht man, was drin steckt. Kann man essen? Mhm. Also die Information, was ist das eigentlich genau? Und das dritte ist, und das ist vielleicht eine der wichtigsten Sachen in der Fotografie überhaupt, das ist die Emotion. Ein Bild ist im Wesentlichen eigentlich immer dann gut, wenn es beim Betrachter etwas macht, etwas auslöst, also Emotionen erzeugt. Also versuch einfach, nimm diese Banane und fotografiere was Emotionales damit. Was immer das ist, das kann eine Situation sein, die irgendeine Stimmung erzeugt, das kann, wie in den Beispielbildern, ein Mensch sein, der sich mit der Banane befasst sozusagen. Was auch immer du machst, probier das einfach mal aus. Und anhand der Banane, ich habe extra so ein bananiges Beispiel gewählt, weil das eben so simpel ist. Und das funktioniert im Wesentlichen mit allem. Ja, du kannst auch ein anderes Obst nehmen, du kannst irgendein technisches Gadget nehmen und das fotografieren. Das funktioniert im Endeffekt auch natürlich mit Gebäuden, mit Fahrzeugen und letzten Endes funktioniert das natürlich auch irgendwie mit Menschen. Probier das mal aus. Das ist wirklich eine super Übung, um sich mit dem Motiv anders auseinanderzusetzen, als man es vielleicht normalerweise macht. Warum das Ganze oder was steckt dahinter? Naja, also im Endeffekt geht es nur darum, sich mit einem Motiv mal auf verschiedene Arten auseinanderzusetzen oder sich einem Motiv auf verschiedene Arten zu nähern. Und da gibt es wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten, aber das sind jetzt mal so drei ganz gute Möglichkeiten, die du wahrscheinlich mit den meisten Dingen umsetzen kannst. Und wenn du dich eben auf verschiedene Arten an so ein Motiv herannäherst oder herangehst an so ein Motiv, dann wirst du einen anderen Blick auf die Sachen bekommen. Du bist nicht mehr so eingefahren, ja, das ist ein Mensch, den fotografiere ich als Porträt. Das ist ein Auto, das fotografiere ich auf die und die Art und Weise. Das ist eine Banane, die fotografiere ich auf die und die Art und Weise. Sondern du fängst an, Dinge zu hinterfragen und Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Und das ist das, was dich wirklich weiterbringt in der Fotografie. Wenn du das oft genug gemacht hast, dann wirst du feststellen, dass du plötzlich Dinge ganz allgemein von verschiedenen Blickwinkeln anfängst zu betrachten. Und nicht mehr nur in eine Richtung. Das ist so ein bisschen, mit Kochen kann man das immer ganz schön vergleichen. Ein guter Koch wird mit allem, was er in der Küche findet, ohne ein Rezept und ohne einen großen Plan, irgendwas Essbares, irgendwas wirklich Brauchbares zustande bringen. Ein schlechter Koch oder jemand, der einfach nicht kochen kann, wird das nicht hinkriegen. Naja, jetzt kannst du sagen, gut, wenn ich kein guter Koch bin, dann koche ich halt nach Rezept. Aber auch da bist du natürlich extrem eingeschränkt, weil du hast ja die Sache nicht verstanden. Du hast dich der Sache nicht wirklich, du hast dich nicht damit auseinandergesetzt, sondern du folgst einfach nur einer Regel, eben einem Rezept. Und das funktioniert zwar, aber es bringt dich nicht wirklich weiter. Also so banal, wie dir das mit der Banane erscheinen mag, probier es einfach mal aus. Und du wirst sehen, da können ganz erstaunliche Sachen bei rauskommen. Und vor allen Dingen, es verändert deinen Blick auf die Fotografie oder deinen Blick für die Fotografie. Und das ist es, worum es eigentlich geht. Die ganze Sache mit der Technik, da haben wir schon 100 Mal drüber gesprochen, das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was in deinem Kopf und in deinem Auge passiert.
Und das sind die Sachen, die ich wirklich weiterbringe. Ja, soviel zum heutigen Video. Das war es von mir auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.